Hallo liebe Milky Way Bereiser, in diesem Video möchte ich euch die Self-Hosting-Lösung JunoHost genauer vorstellen. Wir haben uns gemeinsam ja schon Freedombox angeschaut und ich habe euch auch schon erklärt, wie ihr mit Nextcloud und Snap euren eigenen Nextcloud-Server bei euch zu Hause installieren könnt. JunoHost hingegen ist eine integrierte Lösung, die dir das Ganze noch einfacher macht. JunoHost basiert wie auch Freedombox auf Debian, ist aber nicht direkt im Debian-Projekt integriert. Du kannst JunoHost auf der Webseite junohost.org herunterladen und bei dir zu Hause entweder in einer virtuellen Maschine oder direkt auf einer Hardware installieren. Dazu musst du dann natürlich auch noch in der Lage sein, deinen Router zu konfigurieren, denn wir möchten deine JunoHost-Installation auch aus dem Internet erreichbar machen und da musst du natürlich dann noch Port Forwarding und DynDNS einrichten. Wir gehen also als allererstes mal auf die Webseite junohost.org, klicken dort auf Wie bitte und auf Loslegen. Hier siehst du jetzt die Installationsmöglichkeiten einerseits für VirtualBox, was ich hier nutze. Denk bei VirtualBox immer daran, dass du den Netzwerkadapter-Typ auf Bridge setzen musst oder hier auch für normale Computer. Wenn du JunoHost auf einem VPS installieren willst, dann musst du ein VPS mit der supporteten Debian-Version haben und kannst hier den Punkt Remote Server wählen. Ich wähle jetzt hier den Punkt VirtualBox, scrolle etwas runter und wähle dann die 64-Bit-Download-Variante. Diese ISO kannst du dann an deine virtuelle Maschine anhängen und dann können wir uns das Ganze genau auch nochmal anschauen. Als allererstes begrüßt dich der grafische Installer von Debian und du kannst zunächst mal die Sprache hier auswählen. Standardmäßig ist hier Englisch aktiv, wir können jetzt aber auch die Sprache zum Beispiel auf Deutsch umstellen. Dazu wähle ich hier German, das wird hier noch mit German angezeigt. Dann sage ich jetzt hier als Region Schweiz, ich befinde mich in der Schweiz und könnte jetzt hier das Tastaturlayout noch auf Deutsch umstellen, denn ich habe hier eine deutsche Tastatur dran. Die eigentliche Installation ist vollständig bedienerlos. Du kannst das Ganze im Hintergrund laufen lassen und nach einigen Minuten wird dann die virtuelle Maschine bereits installiert sein. Wir schauen uns jetzt parallel noch ein paar Hintergrundinformationen an und wie wir deinen Router konfigurieren können. Denn das ist ganz wichtig als Vorbereitung für dieses System. Ich gehe dazu wieder auf die Webseite junohost.org und sehe hier auch noch einige wichtige Hinweise. Hier wird auch nochmal genannt, dass der Netzwerktyp Bridge sein muss. Wie das einzustellen ist, ist hier auch ebenfalls genau beschrieben. Ich gehe jetzt auf das Interface von meinem Router. In meinem Fall hat er die IP-Adresse 192.168.1. Das kann bei dir aber anders sein. Dort muss ich mich natürlich mit dem Admin-Passwort von meinem Router anmelden und kann dann bereits mit der Konfiguration beginnen. Hier kann ich als allererstes mal in den Bereich Netzwerkeinstellungen, das ist jetzt ein Zeigselrouter, der von meinem Provider umgebrandet wurde. Du kannst das Ganze auf einer Fritzbox machen oder dem Router, den du hast, zur Verfügung hast. Das spielt keine Rolle. Grundsätzlich ähnelt sich das alles. Es findet sich halt vielleicht in unterschiedlichen Menüpunkten. Hier kann ich als allererstes mal im Bereich DNS einen DynDNS konfigurieren. Das habe ich hier schon gemacht. Ich kann hier einen Service Provider wählen. Ich habe mich jetzt hier für freedns.afraid.org entschieden. Der ist günstig und gratis und kann dann hier meine Konfiguration von diesem Service angeben. Das müsstet ihr im Vorfeld machen. Ihr könnt euch dort registrieren. Dann findet ihr diese Informationen nach der Registrierung und nachdem ihr eine Domain ausgewählt habt. Ich habe jetzt hier also eine dynamische Domain tuxvis.mu.com, mit der ich nachher arbeiten kann. Dann könnte ich hier im Bereich Netzwerkeinstellungen NAT auch noch das Port Forwarding konfigurieren. Ich habe das hier auch mal vorbereitet. Wichtig ist hier, dass die IP-Adresse deines Zielsystems stimmt. Das müssen wir dann auch nachher nochmal überprüfen. Ich bearbeite diese Werte mal. Hier oben muss ich als erstes setzen, dass der Punkt aktiv ist. Kann dann hier HTTPS zum Beispiel eingeben als Service-Name. Sag einen Startport, das ist jetzt der Port, der extern auf deinem Router erreichbar ist. Das ist der Port 443 für SSL, HTTPS. Und ein Translation-Port, das ist der Port auf deinem Zielsystem, also nachher auf deinem JunoHost-Server. Der ist in dem Fall jetzt auch 443. Als Server-IP-Adresse gebe ich die IP-Adresse des eigentlichen JunoHost-Servers ein. Die musst du natürlich überprüfen, kannst du nachher mit dem IP-Kommando IPAS für IP-Address-Show auf deinem JunoHost-Server machen und dann hier entsprechend eintragen.
Das Ganze habe ich dann jetzt nochmal parallel für HTTP eingerichtet, denn wenn wir nachher mit Let's Encrypt arbeiten wollen, muss der Server auch über HTTP erreichbar sein. Also er muss ja zuallererst mal per HTTP erreichbar sein von Let's Encrypt und kann dann ein Zertifikat einrichten und auch schon direkt installieren. Denn wir möchten natürlich, dass dein Unohost-Server verschlüsselt und sicher im Internet erreichbar ist. Das Tolle übrigens an Unohost ist, dass Unohost sich vollständig über eine Weboberfläche verwalten lässt und damit auch aktualisieren und patchen. Also du kannst sogar von einem Debian-Release auf den nächsten Release einfach wechseln. Das ist super einfach und wird dir genau erklärt vom Projekt. Hier schaue ich mir jetzt nochmal parallel den anderen Wert an. Da sehe ich jetzt HTTP, das habe ich selber angegeben. Und hier gebe ich als Start- und Endport den Port 80 ein und als Zielport auf meinem Endsystem auch wieder Port 80. Hier ist wieder die Server-IP-Adresse und kann das Ganze dann noch mit OK bestätigen. Damit ist die Konfiguration von meinem Router eigentlich bereits schon abgeschlossen. Also ich habe meinen Router hiermit eigentlich schon vollständig konfiguriert und könnte dann schon direkt nachher meinen Unohost-Server so aus dem Internet erreichen. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Er installiert hier noch Software, ist also noch eine Weile beschäftigt. Ich gucke jetzt mal parallel, was denn auf Unohost alles machbar ist. Also unohost.org, da findet ihr die Einstiegsquelle. Und dann könnt ihr hier auch nochmal schauen, was es hier alles gibt. Hier gibt es zum Beispiel eine Liste der verfügbaren Apps. Das ist noch sehr interessant, denn da ist ein App-Katalog, den ihr nachher nutzen könnt und über den ihr die verschiedenen Applikationen auf eurer Unohost installieren könnt. Da ist zum Beispiel die Nextcloud dabei, die wir auch schon manuell installiert haben, aber auch zum Beispiel ein Passwortmanager, ein Webmailer wie Roundcube, aber auch Applikationen wie Element, das ist ein Matrix-Client für den Browser und QuickPad. Und vieles, vieles mehr. Du kannst zum Beispiel auch hier einen Transmission-Webserver laufen lassen oder ein Doku-Wiki, Fresh RSS als Newsreader und MattermostBox als Kommunikationsplattform. Auch Paperless NGX ist mittlerweile über Unohost erreichbar und installierbar und OnlyOffice als Office-Paket im Browser ebenfalls. Hier siehst du dann auch immer entsprechende Bewertungen. Da kannst du dann halt hier gucken, wie gut diese App tatsächlich unterstützt ist. Je höher diese Werte sind, desto besser es ist Platin. Es gibt dann hier auch nochmal den Kristall dabei. Das heißt, das ist besonders gut unterstützt. Also du könntest hier sogar deinen eigenen Matrix-Server, also Synapse, das ist der Matrix-Server, und Element, das ist der Web-Client, also ein Synapse-Server, Matrix-Synapse-Server mit Element als Web-GUI installieren und dann deinen eigenen Matrix-Server bei dir zu Hause vollständig betreiben. Also du hast da unendlich viele Möglichkeiten. Die Community ist da sehr, sehr aktiv. Das freut uns natürlich, denn das eröffnet uns die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise ganz viel an toller Software zu installieren und zu nutzen. Das Ganze wird natürlich auch gepatcht, also auch die Software wird regelmäßig aktualisiert. Du kannst es auch automatisieren, dass du dich also gar nicht drum kümmern musst. Du willst natürlich sicher gehen, dass dein Server im Internet auch immer regelmäßig gepatcht wird, denn damit machst du natürlich Dienste bei dir im lokalen Netzwerk verfügbar. Wenn dir das zu heikel ist, kannst du natürlich, wie bereits am Anfang erwähnt, auch ganz einfach Unohost auf einem VPS installieren. Dazu kannst du dir so einen ganz kleinen VPS mieten. Für 2 oder 3 € im Monat gibt es da schon kleine Lösungen und kannst das Ganze dort installieren. Da sparst du dir natürlich auch die Arbeit mit dem Port Forwarding im Router. Zum Teil musst du da noch eine Firewall konfigurieren, zum Beispiel bei IONOS. Aber grundsätzlich ist die Einrichtung dort sehr, sehr einfach. Wichtig ist, dass das Betriebssystem tatsächlich unterstützt wird, das darunterliegende Betriebssystem, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Da musst du schauen, dass dein Hoster auch das entsprechende Betriebssystem anbietet. Hier sehe ich jetzt gerade im Hintergrund, ist er jetzt in den Abschlussarbeiten der Installation. Er hat jetzt hier schon einen Bootloader eingerichtet, also den Bootloader Grub, und er sollte gleich schon in der Lage sein, den Server hier zu rebooten und dann haben wir schon unser Unohost-System am Start. Hier wird der Reboot jetzt schon ausgelöst. Ihr seht das Ganze hier und er ist jetzt hier schon startklar. Jetzt muss ich hier nachher noch die Post-Installation ausführen. Das könnt ihr hier auch noch mal auf der Webseite anschauen. Und zwar hier gehen wir noch mal in den Bereich VirtualBox und dann kann man hier noch mal die Post-Installation
anschauen, Installation. Mit der Kommandozeile empfehle ich euch, nicht über die Web-Oberfläche, sondern über die Kommandozeile. Und dann könnt ihr dort die Installation tatsächlich auch abschließen. Hier kann ich mich jetzt anmelden und zwar ist der User standardmäßig root und das Passwort unohost. Und ich kann jetzt halt hier diesen Post-Install-Befehl, der hier angezeigt wird, nämlich unohost tools post-install, ausführen. unohost tools post-install. Das gebe ich jetzt hier ein. Jetzt kann ich hier meine DynDNS-Domain angeben, also tuxwiss.mu.com. Kann noch einen Administrator definieren. Der darf nicht Admin heißen, übrigens muss Kleinbuchstaben haben. Administrator geht nicht. Also ich gebe jetzt hier Astronaut ein für mich und kann jetzt hier noch einen vollständigen Namen, Astronaut, eingeben und ein Passwort. Das müsst ihr euch natürlich merken, denn das braucht ihr nachher für den Zugriff auf die Web-Oberfläche. Jetzt wird tatsächlich die ganze Installation hier abgeschlossen. Ihr müsst natürlich dann, wie gesagt, nochmal die IP-Adresse prüfen, dass in eurem Router auch die richtige IP-Adresse, der Port auf die richtige IP-Adresse geforwardet wird, sonst funktioniert das Ganze nicht. Für die weitere Einrichtung greife ich tatsächlich dann auch als allererstes mal über die lokale IP-Adresse zu und würde mir dann erst ein SSL-Zertifikat mit Let's Encrypt beziehen und kann dann den Server auch schon über die offizielle Domain, in meinem Fall tuxwiss.mu.com, aus dem Internet erreichen, wenn ich alles richtig konfiguriert habe. Nachher könnt ihr euch an dieser Konsole auch mit diesem Admin-Account, den ihr jetzt angelegt habt, nämlich hier in meinem Fall Astronaut, mit dem Verwaltungspasswort an der Konsole, also an der TTY, anmelden. Das ist dann nicht mehr root und unohost wie noch am Anfang. Also das ist ganz wichtig, nicht, dass ihr euch da wundert, dass ihr auf einmal nicht mehr auf die TTY zugreifen könnt. Also der User hat dann auch Sudo-Rechte, mit dem könnt ihr dann alle Verwaltungsaufgaben durchführen. Er ist jetzt hier im Abschluss der Post-Installation und gleich kann ich schon über die IP-Adresse dieses Servers meine Unohost-Installation erreichen und die abschließende Installation durchführen. Also ich kann dann anfangen, das Let's Encrypt-Zertifikat zu beziehen und auch erste Apps zu installieren. Das schauen wir uns gleich auch nochmal kurz an. Also dazu gehe ich dann natürlich nochmal in den Browser. Hier kann ich jetzt nochmal die IP-Adresse prüfen, IPAS. Und ich sehe jetzt hier 192.168.1.158. Ich muss das nochmal gucken. In meiner Konfiguration von meinem Router. 1.56 ist hier eingetragen. Das muss ich jetzt hier noch anpassen. Ich muss mich nochmal neu anmelden. Melde mich wieder an. Sagt wieder Einstellung, Netzwerkeinstellung, NAT. Also hier sage ich jetzt 1.58, nicht 1.56. Sag OK. Sag hier auch 1.58. Okay. Damit ist die Konfiguration hier bereits abgeschlossen und ich kann mal versuchen, auf 192.168.1.158 zuzugreifen. 158. Hier sagt er jetzt natürlich, er hat kein Zertifikat, kein gültiges, das ist klar, es ist safe sein. Ich kann mich jetzt hier mit dem Astronaut anmelden. Das Passwort, was ich zuvor vergeben habe. Jetzt möchte ich als allererstes hier nochmal ein SSL-Zertifikat einrichten. Dazu werde ich hier im Punkt Domänen, also Hauptmenü Domänen, meine Domain, Certificate, klick hier auf Ja und sage Install Let's Encrypt Certificate. Denn jetzt wird im Hintergrund mein Server auch abgesichert und ist dann über meine offizielle Domain, nämlich tuxwiss.mu.com, in diesem Fall aus dem Internet erreichbar, wenn ich alles richtig gemacht habe. Falls ihr Schwierigkeiten bei der Installation oder insbesondere bei der Einrichtung eures Routers habt, meldet euch bei uns in der Telegram-Gruppe, denn dort helfen wir dir gerne weiter. Hier sagt er jetzt, ist es jetzt auch über tuxwiss.mu.com erreichbar. Ich kann das Ganze prüfen. Ich sehe hier, ich habe ein gültiges Zertifikat und kann mich jetzt hier auch Astronaut an der grafischen Oberfläche vom Unohost anmelden. Hier ist jetzt natürlich noch keine App installiert. Ich kann jetzt hier zum Beispiel über den Punkt Apps Applikation, dann meine Apps installieren, die ich brauche und könnte jetzt hier zum Beispiel die Nextcloud ganz einfach installieren. Ich sage hier Nextcloud, sage jetzt hier auch nochmal Nextcloud, tuxwiss.mu.com nach Nextcloud, Administrator wähle ich hier aus. Hier kann ich noch sagen, ob die Applikation für alle offen sein soll oder nur für angemeldete Benutzer, denn hier bin ich ja angemeldet am Unohost-Portal und so kannst du dein System noch weiter absichern. Wenn du hier aber jetzt Besucher sagst oder alle Unohost-Benutzer,
dann kann es sein, dass dann, wenn du Dateien mit Menschen teilen möchtest, die da nicht draufkommen, weil hier muss wirklich Besucher eingestellt werden, wenn du Dateien mit anderen teilen willst. Hier kannst du noch sagen, dass du deinen Home-Folder aus der Nextcloud erreichbar machen willst und ob das lokale Adressbuch aus dem Unihost-System auch in der Nextcloud verfügbar sein soll. Das kannst du machen, das kannst du für dich entscheiden, wie du das für richtig hältst. Danach, wenn das geschehen ist, ist dann deine Nextcloud hier bereits über das Portal von Unihost erreichbar und dort kannst du deine ganzen Apps auch entsprechend hier dann erreichen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Du hast jetzt hier die Möglichkeiten, aus diesem App-Katalog ganz viele Apps zu wählen. Probier das aus. Wenn du nicht weiterkommst, melde dich bei mir. Ich helfe dir gerne in unserer Community und auch in den Kommentaren weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch, auch in Telegram. Bis bald und tschüss.